Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Ich hatte ein bisschen gedauert. Ihr habt es, denke ich, mittlerweile alle mitbekommen jetzt seit dem letzten oder vorletzten Video, dass ich in Prag war. GP spielen, habe ein bisschen die Review gemacht, habe aber nicht die Freunde des Let's Plays vergessen. Wir arbeiten parallel auch wieder an Real-Life-Gameplays, ganz klare Sache. Und ich habe versucht, immer wenn ich nicht zu Hause war oder irgendwo war, und ja, ich habe versucht, diese Daily-Missionen zu machen, deswegen seht ihr im Hintergrund, ich habe ab und zu Booster gekauft, ein bisschen was freigespielt, damit wir eben schön hier zusammen weiterspielen können, dass wir nicht irgendwie immer so ewig hinterherhängen. Mich hat das ein bisschen genervt, dass mir so viele Karten gefehlt haben. Ich habe mal darauf geachtet, täglich so ein Spiel online zu gewinnen, dass wir halt immer noch diese Bonusmünzen kriegen für den täglichen Sieg und so. Und damit ihr auch seht, was ich zwischendrin aufgemacht habe, habe ich hinten drin dann quasi, da ich kein Mikro hatte, einfach nur ein kleines Video gemacht. Da könnt ihr dann sehen, was da alles so dabei ist. Und wir gehen jetzt einfach mal hier nachvertont rüber, bevor wir dann in die Live-Aufnahme gehen. Und natürlich denkt euch jetzt, oh, Kacke, der hat alle Booster schon aufgemacht. Ich habe noch mehr Geld angespart, dass wir dann gleich noch Booster zusammen aufmachen. Vielleicht können wir dann am Deck rumbauen, beziehungsweise nochmal eine Runde Grixis wollten wir ja spielen. Ja, hier haben wir nochmal ein Abt des Abt of the Carol Keep, oder wie heißt Abbot of the Carol Keep. Ist natürlich ganz geil, ich weiß nicht, ob wir den benutzen. Ich habe ihn jetzt noch nicht in den Deck reingetan. Hier sehen wir nochmal Heroldin des Pantheons. Vielleicht so den Enchantment-Deck. Hat Potenzial, wenn wir da noch Karten aufmachen. Ich werde auch bei Origins bleiben, glaube ich, bei den Boostern. Für unsere Planeswalker, Evolving Wilds brauchten wir. Für mehrere Decks ist die Evolving Wilds gut. Ich habe aber, glaube ich, immer noch keine aufgemacht. Ich glaube, das war doch Origins, oder? Ich hoffe, ich habe da keinen Unsinn gemacht. Muss ich vielleicht gleich nochmal nachgucken, bevor wir die nächsten Booster aufmachen. Ja, das war der erste Clip. Hier noch schnell der zweite Clip, sind auch nur zwei Booster, 305 Coins, weiter Origins gekauft. Ja, kann man mal machen, dachte ich. Gucken wir mal, was drin war. Ich weiß es selber schon nicht mehr. Ich habe jetzt seit Prag echt ein paar Tage nicht wirklich auf die Sachen geachtet. Al-Hamaret, irgendwie nicht. Bleon der Sphinx für ein Mildeck will ich ja eigentlich nicht spielen, ist eine gute Karte. Oben nochmal die Klaustrophobie als Soft Removal geht auch besser, aber naja, notfalls. Und da, wichtige Karte, Siegel des leeren Throns. Das Enchantment Deck, sage ich nur. Das Enchantment Deck könnte funktionieren. Wir haben ein bisschen was für Elfen, wir haben oben noch ein Sack Outlet. Also es war ein gutes Booster. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal Cut aufs Live-Spiel, weiter Booster aufmachen. So, zurück im Spiel. Schaut mal, 840 Münzen habe ich uns noch geklärt. Sind drei, fünf Booster. Fünf. Okay, fangen wir an. Die ersten beiden. Kauf bestätigen. Wir haben auch noch Quests für ein anderthalb Booster. Muss ich gleich mal schauen. Also, wir können auf jeden Fall mal ein bisschen vorankommen. Habe ich richtig Bock drauf. Tragic Arrogance in einem weißen Deck denkbar. Hat man sogar auf der Pro Tour gesehen. Ich glaube, es war die Pro Tour. Vor zweimal. Was ist das denn? Ah. Brauchen wir erstmal ein Equipment für. Ist jetzt nicht so mein Ding. Wir machen auch pro Booster 1% des Sets öffnen wir. Boah, wie viele Booster wir aufmachen müssen, bis wir alles haben. Naja, gut. Das Spiel wird jetzt angeblich nur noch gepatcht, ne, dass wir nicht wieder von vorne anfangen müssen. Ja, Mann! Liliana! So good. Nice, nice. Geilon hat sich schon gelohnt. Was ist jetzt mit Evolving Wilds? Gibt es das überhaupt in dem Set? Ich bin mir echt nicht sicher. Nochmal Read the Bone. Pia und Kirinala. Stark. Ein Booster haben wir noch. Pia und das ist wirklich gut. Boah, das waren gute Booster. Geil, hat sich das Grinden ja gelohnt. Komm schon. What the? Glutschen und Teufelsbraten. Eher nicht so. Eher nicht so. So. Boah, Liliana. Boah, das ist gut. Oh, das ist gut. Kommt in unser grün-schwarzes Eldrazi-Style-Deck rein, würde ich sagen. Und zwar Delirium Eldrazi war es. Wir bearbeiten das mal. Ich weiß nicht, ob ich euch da alles gezeigt habe. Ich spiele jetzt mittlerweile viermal das Gefäß der Entstehung. Ich brauche das einfach irgendwie im Early. Das ist, sonst ist irgendwie alles ein bisschen schlecht. Was haben wir da an neuen Karten? Lilly. Jetzt mal kurz gucken. Schwarz. Was wir da alles haben. Eine Liliana. Boah, das ist aber stark. Ich überlege, den Colorless-Teil zu cutten. Machen wir das? Ich glaube schon. Ich mache mal ein bisschen Platz. So. Swordknot-Seer, auch wenn er immer gut war. Dann können wir die Ödnis cutten.
Hallo? Die Abby spielen wir und unser Sackland brauchen wir auch nicht. Das können wir mittlerweile am Anfang mit dem Gefäß machen, habe ich beschlossen. Und wir sind jetzt natürlich nicht mehr so anfällig, weil wir jetzt zweifarbig sind. Ganz wichtig. So. Ne, hiervon wollen wir nichts. Was haben wir denn noch so im grünen Bereich, Andreas? Da noch irgendwas? Ja, die Us hier habe ich auch gecuttet, ist nicht gut genug. Nissas Eid finde ich fast noch nicht mal schlecht in dem Deck. Weil wir so. Ja, doch, naja, wir haben genug Turn 1 Plays mittlerweile. Boah, Geas Rache. Stark, aber wir brauchen irgendwie mehr Instant und Sorceries, ist mir aufgefallen. Das ist immer irgendwie was, was mir fehlt bei Delirium. Also da noch ein, zwei dazu. Wir müssen auch wieder noch ein Land auf zwei Länder reintun. Noch ein die Karten sind halt alle nicht so stark, muss man dazu sagen. Hard Removal für Kreaturen nehmen wir noch. Das spielen wir auch zweimal statt den wilden Instinkten, glaube ich. Pump ist natürlich schlecht irgendwie. Nebel wollen wir nicht spielen. Och ja, Rudel versammeln ist nochmal gut Richtung Delirium. Plus zwei Länder. Och, das kann man, glaube ich, mal machen. Mehr Grün. Wie viel haben wir denn? 22, 13. Ja, okay, wir brauchen echt das grüne Mana auch early. Also viel mehr. Ja. Jetzt ist es tatsächlich... Oh, wir müssen es umbenennen. Das ist jetzt, das können wir so nicht mehr stehen lassen. Wir haben jetzt hier tatsächlich nur noch Delirium Rock. Grün-Schwarz, klassisches GB Rock. Geil, das ist gut. Damit machen wir jetzt nochmal ein Spiel geupdatet. Ich denke mal, ihr wollt nächstes Mal auch wieder Grixis sehen. Ich habe auch so ein RG Big Midrange gebaut. Da müssen wir auch mal mit den neuen Karten gegebenenfalls schauen. Wir versuchen jetzt erstmal noch ein bisschen, machen jetzt erstmal noch ein Spiel. Wettstreit, Delirium. Die Quest ist auch, schwarzen Zauber wirken, Spiel gewinnen, irgendwie sowas. Das ist auf jeden Fall passend. Und das andere, was war denn das andere? Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich glaube einfach nur wirke 15 schwarze Zaubersprüche oder sowas in die Richtung. Gibt's das? Weil dann ist es das. Naja, Gegner ist gefunden. Unser Deck finde ich echt stark. Also ich muss auch sagen, dass ich online bisher... Also jetzt auch off-camera, wenn ich hier täglich mein Spiel mache. Ich bin hier auch Rang 18. Ich glaube, ich habe fast kein Spiel verloren. Also das ist super, super grindy hier, unser Deck. Das können wir keepen. Das können wir keepen. Da ich ein sicheres Turn 2 Play habe und Delirium jetzt gerade nicht so wichtig ist, starten wir mit unserem getappten Land. Es sei denn... Spielen gegen Rot. Die Sache ist, wollen wir das Ding Turn 1 legen... Alternativ, gegenfalls wenn ich einen Sumpf nachziehe, brauche ich doppelt schwarz und für die Lilly brauche ich doppelt schwarz. Deswegen möchte ich tatsächlich mit dem getappten Land anfangen. Zug 2, Waldhüter auf Sumpf. Da sehen wir auch schon, dass wir farblos gekartet haben, macht das Deck jetzt an dem Punkt tatsächlich schon stabiler. Wenn wir gegen was Rotes spielen, ist auch so ein Early-Blocker eigentlich ganz gut. Aber er überspringt seine Züge. Ja, dann denke ich, haben wir schon gute Chancen, weil ich denke, dass je länger das Spiel geht, desto besser wird unser Deck. Wir haben mittlerweile zwei Planeswalker, richtig fette Engines, starke Kreaturen teilweise, gutes Removal. Also da muss halt auch schon ein dickes, anderes Deck kommen und ich weiß nicht, ob man das mit Rot hier hinkriegt. Wir müssen ein bisschen um Mass Removal rumspielen. Ich weiß nicht, es gibt so ganz wenige Rares irgendwie. So ein Origins hier, Chandras, irgendwas, was so Schaden auf alle Kreaturen schießt. Auch gut. So, slammen wir die Lilly und machen dann... Warte mal, da muss erstmal eine sterben. Na, er kann sie... er kann sie ja töten. Hundertprozentig kann er sie töten. Das gefällt mir nicht. Ich will keinen unserer Planeswalker da in das komische rote Deck reinspielen, muss ich sagen. Oder wollen wir eher Lilly oder wollen wir eher Nissa später? Ich glaube, wir wollen eher Lilly. Ja, wir wollen Lilly. Deswegen legen wir jetzt die Nissa, um ein bisschen Removal zu baiten, würde ich sagen. Wir haben dann auf jeden Fall sechs Länder. Das reicht. Ja, das reicht. Das ist, spielen wir entspannt.
Also jetzt kann der Endstep noch abschießen. Vielleicht hat er uns Zwillingsblitz. Ah, oder er hat gar nichts. Okay. Was für ein komisches Deck. Er sagt Go. Geil. Kann man mal machen. Jetzt können wir die. Jetzt können wir auch irgendwie die Lilly legen, als ob er irgendwas hat. Oder wir bereiten das Gefäß der Entstehung vor. Finde ich vielleicht ein bisschen geiler. Tapped Land legen. Ist das ein. Ne, ist eine Hexerei. Kann Rot irgendwas, wenn wir angreifen, machen? Flash-Kreaturen? Ich glaube nicht. Jetzt haben wir halt Removal oder wir cracken unser Gefäß. Auf jeden Fall für eine Kreatur. Länder etc. können den Friedhof. Wir haben Spontanzauber-Hexerei. Also Delirium ist schon mal ziemlich solide. Besonders, weil wir noch ein Enchantment in den Friedhof kriegen, wenn wir das Ding opfern. Also da Endstep. Perfekt. Sacken wir das mal. Komm, eine geile Kreatur. Ja, ja. Ja, okay. Jetzt können wir alle Planeswalker reinspielen. Wenn die sterben. Ne, wie funktioniert das? Dann gehen die ins Exil? Oder und wie funktioniert das mit Flipkarten? Die gehen wieder in den Friedhof, ne? Ich habe noch nie einen Flip Planeswalker im echten Leben gespielt, muss ich dazu sagen. Haben wir noch ein schwarzes Land? Nein. Naja, zocken wir mal Lilly. Okay, die stickt. Jetzt muss er auch Lilly töten, bevor er was anderes tötet. Aber jetzt ist es schon fast egal. Wir können mit dem Barlos dann auch wieder, ich tippe, auch die Planeswalker zurückholen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ein geflippter Planeswalker stirbt. Ich denke mal, er geht wieder in den Friedhof, oder? Weil irgendwie steht da ja drauf, exil die Karte und mach irgendwas. Und oh, da sind gute Karten dabei gewesen. Mysterien des Uhlenwalds, einer meiner Lieblingskarten in dem Deck. Hätte ich gerne eine zweite von. Und unser ganzes Hard Removal hat sich gerade verabschiedet. Naja, sieht jetzt nicht so aus, als ob wir es brauchen würden. Also, egal. Delirium ist auf jeden Fall am Start. Okay, stört uns nicht. Also, er war Color Screw. Grün hat ihm anscheinend gefehlt. Ja gut, war dann wohl ein schlechter Keep, ne? Da muss eine bei uns sterben? Ja. Westvale Abbey legen wir noch nicht. Wollen wir erstmal so ein bisschen. Ja, okay. Sie ist irgendwie das beste Play an der Stelle. Nutzt das Mana am effizientesten. Machen wir das mal. Ist okay. 6 Mana, 4-3 kommt ins Spiel, zerstörende Kreatur. Was eine geile Karte. Wollte ich nur nochmal erwähnt haben. Wir treten ihn einfach um. Easy game. Come on. Ah, guckt euch mal das Power-Level von dem Deck mittlerweile an. Das ist echt stark geworden. Auch Westvale Abbey. Wir können nächste Runde auch umdämonen. Nee, können wir nicht. Nicht genug Mana. Okay. Jetzt sucht er sich seinen zweiten Forest raus. Oder seine dritte Farbe, was ultra gierig wäre. Seine spielt 4 davon. Wir haben auch 3 Farben gespielt. Leichter Colorless Splash hatten wir ja. Mina und Den. Ja, lässig. 4-4, genau unser Ding. Oh, Nissa flippt jetzt auch. Er ist so fettig. Er ist so fettig. Ich wollte erst angreifen, bevor ich die Nissa flippe. Oh, und ich lege einfach instinktiv das Land. Ich horst. Ticken wir sie hoch oder ticken wir sie runter? Ich greife erstmal an. Na, es war ein bisschen verplayed. Wir greifen so an. Ja, so muss er blocken. Ja, machen wir doch mit allen. Ich habe kurz überlegt, ob wir die Nissa beschützen müssen, aber totaler Unsinn, weil nein. Wir plussen die Nissa. Habe ich Bock drauf. Mal gucken. Seelenraub. Okay. Danke. Jetzt haben wir sogar noch Removal. Also ich weiß jetzt nicht, wie er das noch gewinnen will, aber ich glaube, wir haben ihn weggepanzert. Aber bitter weggepanzert, das ist schon fies. Na? Bö, Chandra. Bö, Chandra!
Das klappt. Minus 4, aber, ne? Minus 4? Fair, Chandra gegen mein Board getauscht? Kann man mal machen. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Schade, das habe ich echt keinen Chat. Ich würde gern so einen Good Job oder sowas. War geil. Wupp. Boah, und wir nehmen uns die Hexe auch noch wieder. Boah, es ist so fies. Wir haben so viel Removal. Es ist einfach viel zu krass. Ein kreaturenbasiertes Deck stinkt doch dagegen ab. Ich weiß nicht. Das ist mega, mega sick. Na? 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 Was? Er hat auch voll die Power. Also, war unser, wir waren einfach besser. Es liegt nicht an den guten Karten. Was kann sie? Gar nichts. Okay. Okay. Dann GG. Er hat alle unsere Karten gesehen. Er kann auf jeden Fall conceden eigentlich. So spart man doch Zeit, Digga. Ja, okay, ich hab's auch nicht optimal effizient gespielt, gebe ich zu. Wenn das jetzt ein grünes Mana für Nebel ist, raste ich einfach aus. Schlechteste Karte im Spiel. Ja, wir spielen Doppel-Removal, damit wir ihn auf jeden Fall zwingen. Damit wir auf jeden Fall zwingen, alle seine Spells zu zocken. Wir können sogar Leaf. Ah, wir können nur ein. Schade, ich würde gerne auf. Ah, ne, ach, macht keinen Unterschied. Wir wollen ihn auch auf folgende Art und Weise, wenn töten. Das ist die schlechte Kreatur, die greift ihn an. Ja, wobei, ist sie die schlechtere? Können wir ihn nochmal wieder. Ach, völlig egal. Der geht auf den Planeswalker, der geht auf den Player. Falls das. Falls er noch irgendwie. Man kann nichts in dem Spiel haben jetzt, oder? Wofür das relevant wäre. Naja, alles klar. Okay, da haben wir unseren Tagessieg. Buhu, kurz mal gucken. Geld sagt 120, das reicht nicht. Haben wir schon eine Quest geschafft? Nein. Nein. Okay. Na, für ein Spiel habe ich noch Zeit. Vielleicht gewinnen wir das. Wenn wir das gewinnen, dann gibt es auf jeden Fall einen Booster. Ne, dann gibt es sogar. Warte, dann gibt es plus 30. Ich bin mir nicht sicher. Man kriegt doch. Kriegt man für den normalen Sieg. Ne, man kriegt 30 für den Sieg jetzt einfach. Ne? Dann gehe ich auf 170 plus 120. Schade, ein Booster. Nicht zwei, eins. Aber wir hatten schon geilen Stuff heute. Das muss reichen. Ich habe jetzt gar nicht sein Level gesehen. Ah, 11, okay. So. Oh, unser Deck ist, glaube ich, gerade noch mal eine ganze Ecke stärker geworden. Keep. On the play halte ich das. Also, ist ein bisschen Mana-heavy. Böh, der Mulligan auf 6 in dem Spiel. Das habe ich ja noch nie gesehen. Wir können halt Pilzgeuf, Mysterien des Uhlenwalds und haben einen Removal. Wir ziehen uns rein. Also, wenn das jetzt nicht ultra viele fliegende Kreaturen hat, was Vampire eventuell haben. Also, aggressive Decks mit viel Flugfähigkeit sind so unsere Schwäche. Ah, das ist unser Reach-Blocker. Das finde ich gut. Auch ganz nett. Fehlt uns, jetzt brauchen wir nur noch eine zweite grüne Quelle. Dann haben wir eigentlich alles. Dann haben wir auch 5 Mana. Damit können wir auch viel zusammenspielen. Das wird klappen. So, Sumpf und Kind der Nacht oder Vampir der Nacht oder wie er heißt, voll in Ordnung. Wir slammen die Mysterien des Uhlenwalds. Lifelink, ja, gönn dir, gönn dir. Wir kriegen nicht viel Schaden. Also, auf lange Sicht werden wir das wieder gewinnen, sage ich. Ich glaube nicht, dass ein Vampir-Deck genug Reach hat, um uns halt auszugrinden am Ende. Also, den Ressourcenkampf verliert er ganz klar. Ja, da kommst du schon. Wir arbeiten langsam an Delirium. Wichtig ist jetzt auch, unser Kartennachschub ist gesichert. Falls jetzt irgendwelches Removal gleich kommt, können wir halt uns
sehr langsam Karten machen und halt eben Tokens, aber wir haben auch erstmal Removal für einen Notfall. Unser nächster Zug, wenn wir kein grünes Mana ziehen, würde ich sagen, legen wir das Gefäß, halten uns den Zugriff der Dunkelheit als Removal auf, von dem ich übrigens auch gerne ein zweites hätte, weil es für 2 Mana -4/-4 ist schon okay in dem Spiel. Oh, kein Mana mehr. Okay, das gibt uns ein bisschen Zeit. Das ist cool. Boop. Ich würde ihn auch echt gerne in so ein Spiel, in Combat reinlocken, indem ich Delirium anschalte, ohne dass er es weiß, dass ich noch einen vorteilhaften Block irgendwie rauskriege. Aber das werden wir wahrscheinlich dieses Spiel nicht schaffen. Gebt mir mehr Removal. So. Leider können wir es auch nicht aktivieren. Ich würde ungern mit dem Gefäß nach einer zweiten grünen Mana-Quelle suchen. Das finde ich jetzt nicht so geil. Entschuldigung. What ist das? Ach, das ist der, immer wenn er keine... Wie war das? Okay. Töten wir... Was töten wir? Oh, wir brauchen den Zähnesammler. Wie gut wäre er, Freunde? Tooth Collector. Also, wir ziehen jetzt den Tooth Collector oder wir ziehen ein ungetapptes Land und finden mit dem Gefäß den Zähnesammler. Oder wie das Ding heißt. Nein. Komm schon, Spiel enttäuscht mich. Okay, jetzt können wir ihn nicht mehr ausspielen, selbst wenn wir ihn finden. Dann grüne Quelle. Grüne Quelle. Scheiße, der zwanghafte Häuter wäre auch mega geil auf dem Board, weil das Ding dann 1-5 ist. Das müssen wir machen. Wir ziehen schon noch früh genug was. Ah, wir haben auch Delirium. Jetzt. Ah, das hätte ich anders spielen sollen dann. Obwohl. Naja, Häuter legen auf sich selbst ist auch nicht schlecht. Oh, jetzt hat er rotes Mana. Oh, das gefällt mir nicht. Ah, Länder, kommt schon. Ich habe die Mana-Base extra verbessert. Und wir haben viel mehr Wälder im Deck als Sümpfe. Wir haben 11 Wälder. Plus 2 getappte, plus 2 Checkländer. 15 grüne Quellen müssten wir im Deck haben noch. 14, weil wir eine an Bord haben. So, kann er irgendwie komisch pumpen? Ist mir egal. Wahrscheinlich, aber wir müssen jetzt anfangen, Karten zu tauschen. Ich kann den Schaden jetzt hier nicht nonstop nehmen. Das ist irgendwie nicht so gut. Wie viel Leben unser Gegner uns macht, ist halt auch echt egal. Er sackt ihn. Um zu traden? Gerne. Ein Zug und 2-1. Hashtag Pilzgolf, Leute. Hashtag Pilzgolf. Einmal in den Kommentaren, um unserem Modagrab-Plünderer den Respekt zu zeigen, den er verdient hat. Und es war jetzt noch geiler. Jetzt können wir nicht noch den Clou sacken. Es passt. Es passt. Komm schon, Land. Ja, Mann. Spielen wir mal die teuren Sachen als erstes. Angreifen brauchen wir, glaube ich, nicht. Er ist auf 30. Da halte ich mir lieber den Blocker frei. Schauen wir mal, was er da noch hat. Eine Olivia, okay. Aber wahrscheinlich kein Vampir hinterher. Olivia, fliegender Vampir, der muss leider ein Removal gleich kriegen. Und zwar ziemlich schnell, sonst... Artet die mir hier zu sehr aus. Das gefällt mir nicht. Und wir bauen uns jetzt ein bisschen auf mit unserem Häuter. Es wird ein bisschen zwanghaft gehäutet. Und wir greifen immer noch nicht an, weil der Häuter nicht blocken darf. So, gegen Removal haben wir dann leben sie noch heute. Können wir 2 Dinger wiederbeleben. Was halt, das ist schon mal gut. So, wir machen hier einen 3-3er-Token draus. Ja, im Moment, Hinterlandkoloss plus Plünderer. Ich würde gerne, dass er ein Removal für den Saatwächter findet, weil er ihn so stark findet. Dann kriegen wir den Token und dann beleben wir ihn wieder. Der Token ist zwar nur 2-2 aktuell, aber das ist ja egal. Pardon. Was ist das? Ah ja. Angriff? Kann er einen von haben. Ist okay. Wie gesagt, hoffentlich tötet er den Saatwächter. Oh Mann. Es ist zu gut einfach.
Wir haben auch schon wieder ein bisschen Leben dazu bekommen. Also ganz entspannte Kiste hier. So, und dann leben sie noch heute. Oh, bieten wir ihnen den... Oh, sind wir richtig assi und bieten ihm den Trade... Nee, das brauchen wir nicht, ne? Wir leben was... Nee, wir... Ist das krass. Komm, hier, greife mich mal an. Ich sag ja, die Limited-Bomben hier sind in dem Spiel einfach ultra krass in unserem... Das ist ein geiles Rock-Deck geworden. Das ist saustark. Synergie, Leute. Synergie. Und dann leben sie noch heute. Bumm, bumm. Und jetzt kommt... Jetzt kommt... Robi wurde durch die KI ersetzt. Okay. Machen wir auf unseren Reach-Blocker, damit er ein bisschen stärker ist. Er fand ihn eben ja schon so geil. Okay. Das ist immer, wenn... Der Keuler ist das, ne? Keule. Keule. Die Malakir-Keule. Ist okay. Oh, er ist so tot. Er ist schon so tot. Es tut mir so leid, aber er ist so tot. Vielleicht ziehen wir uns in Removal rein. Ah ja, man kann ja Rechtsklick machen. Hat mir... Danke für das Kommentar. Ich kann Fähigkeiten mit Rechtsklick benutzen. Rechtsklick aktivieren. Bombe. Oh mein Gott. Oh mein... Leute. 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 Wir legen mal den Golf. Nächste Runde überraschen wir ihn mit dem... Mit der Westvale Abbey. Angriff. 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 Okay. Oh, ihn kann er nicht durchlassen. Der ist 12-12. Das geht einfach nicht. Das ist zu krass. Na. Und jetzt frisst er ihn? Mit dem Aristokraten einfach oder was? Oder auch nicht? Ich glaube, er trauert noch um Olivia. Okay, was sind die fünf schlechtesten Kreaturen, die wir nächste Runde opfern für unseren Ultra-Overkill? Falls wir das tun. Es ist auf jeden Fall er. Die Tokens sind schlecht. Was machen wir denn besser? Ach, egal. Wir machen den Saatwächter noch stärker. Man könnte an der Stelle natürlich auch seine Stärke verteilen auf viele Kreaturen, weil er wenig Blocker hat und so, aber ne, interessiert ja jetzt nicht. So, da verabschiedet sich unser Koloss. Ist aber in Ordnung, weil er produziert einen Clue und Fury Temper hinterher. Auf? So einen dicken Token oder auf... Was passiert? Oder hat er das Ding irgendwie jetzt revealed? Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, ehrlich gesagt. Okay, Westvale Abbey, dann können wir sogar sie noch spielen. Bombe! Und wir haben halt ultra viele Trigger. Sacken wir die Kreaturen. Habe ich in diesem Zug eigentlich schon einen schwarzen, in diesem Spiel schon einen schwarzen Spell gespielt für unsere Quest? Ja, habe ich. So, dann Westvale Abbey, dann Activate. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Gibt nochmal zwei Token. Das El Ormendalo und alles geht face. Ihr kann einen blocken, kriegt 15, überlebt die Runde sogar. Jetzt ist er irgendwie tot, weil, ne, 17 sind es, okay. Und das Fury Temper fliegt auf den Token. Was für ein Play. Also, wie gesagt, wie erwartet, je länger das Spiel dauert, desto günstiger wird es für uns. Die Stärke unserer einzelnen Karten ist halt viel höher als die seiner. Also, gut, war klar, dass wir das auch so rausspielen. Okay, jetzt Spiel verlassen drücke, haben wir gewonnen, richtig? Ja, Gott sei Dank. So, ja, cool. 30, dann gibt's... Ja, 120 und das haben wir nicht ganz geschafft, ne? Schade. Egal, noch ein Abschlussbooster. Freunde, schauen wir mal. Boah, machen wir einen Random Booster. Was anderes. Nicht immer Origins. Was habe ich gesagt?
Aus hätte ich gerne noch das Removal. Schauen wir mal. Sind ja auch Planeswalker drin, ne? Gucken wir mal. Kauf bestätigen. Ein Random Booster geht. Komm schon, komm schon. Komm schon. Irgendwas für unser geiles Deck. Ich will mich jetzt nicht über ein Mainland beschweren, aber absolut falsche Farbe. Nee. Das war nicht so das Booster. Naja, okay. Ja, ihr könnt ja gerne mal Kommentare da lassen, ob ich nochmal mit dem Deck weiterspielen soll. Oder wollt ihr einfach nochmal Grixis sehen? Da haben wir ja auch ein bisschen dran geschraubt noch. Ich glaube, da sind jetzt aber keine neuen Karten drin. Aber wenn ihr mal Bock habt, lasst auf jeden Fall mal einen Kommentar einfach da. Dann spiele ich nochmal Grixis. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, was ich sonst noch spielen kann. Wichtig dran denken, man kann hier nicht alles spielen. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich mal in dem rot-grünen Midrange weiterbauen, dass ihr mal ein anderes Deck seht. Oder habt ihr einfach noch Bock auf Grixis? Lasst einfach mal einen Kommentar da, dass ich weiß, wo ihr so Lust drauf habt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer wünsche ich euch jetzt mal noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.